Ob Mars Rover, die Suche nach Exoplaneten oder der Nachweis von Gravitationswellen. Astronomische Themen erregen durchaus das öffentliche Interesse. Um zu zeigen, womit sich die Forschung aktuell beschäftigt, veranstaltet das Institut für Kernphysik der Uni Münster jährlich und für freien Eintritt das sogenannte Astro-Seminar, das diesmal am 20. und 21. Oktober stattfand. Das Astro-Seminar ist eine Veranstaltung für die allgemeine Öffentlichkeit, um Leuten Physikthemen näher zu bringen oder Astronomie auch im Allgemeinen. Einfach das Interesse zu bedienen für fundamentale Fragen wie, sind wir alleine im Universum oder wo kommen wir eigentlich her? Das zweitägige Seminar startete in diesem Jahr mit einer Reihe interessanter Vorträge, durch die neben Forschenden der Uni Münster auch auswärtige Gäste führten. Themen waren unter anderem die Suche nach dunkler Materie, die Möglichkeit außerirdischen Lebens und galaktische Archäologie. Ich kann Ihnen mal kurz hier dieses Ding zuwerfen. Fällt Ihnen irgendwas auf? Genau, es ist relativ schwer. Dankeschön. Für die, die es nicht glauben. Der zweite Tag begann mit öffentlichen Besichtigungen der Labore im Institut für Kernphysik. Hier konnte das Publikum erfahren, an welchen Projekten dort aktuell gearbeitet wird und was Kernphysik überhaupt mit der Astronomie zu tun hat. Kernphysik ist auch auf astronomischen Skalen wichtig, also auch in der Galaxie, im Kosmos, überall gibt es Kernprozesse, aber der Zusammenhang ist auch fundamentaler Natur. Wo wir entstanden sind, wie das Universum entstanden ist, das ist tatsächlich ein kernphysikalischer Prozess im Prinzip. In den Laborführungen wird tatsächlich hier Wissenschaft gemacht. Also das sind Großprojekte meistens, die auf der Welt verteilt sind. Aber in den Labors hier werden kleine Teilprojekte dazu durchgeführt, die meistens zu den größeren Experimenten gehen. Und man sieht dort echte Gerätschaften und Arbeit live nahezu. In der Sache richtet sich das Astro-Seminar also besonders an die interessierte Öffentlichkeit. Organisatorisch ist vor allem der wissenschaftliche Nachwuchs des Instituts gefragt. Das war allerdings nicht immer so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in den ersten Jahren ja so ein kleiner Seminarraum mit 20, 25 Plätzen gefüllt war. Und das war vielleicht noch ein Seminar, was auch stark von den Professoren mitgeprägt war. Aber dann haben wir irgendwann uns komplett zurückgezogen. Ich bin also nur noch verantwortlich, damit die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Finanzen absolviert werden. Und das ist komplett in der Hand der jungen Masteranden und Doktorandinnen und Doktoranden. Als besonderes Highlight gab es zum Ende des Seminars einen Science Slam, in dem 4 Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland jeweils 15 Minuten Zeit hatten, um ihr Forschungsgebiet auf möglichst interessante und unterhaltsame Art vorzustellen. Der Sieger des Science Slams wurde im Anschluss per Abstimmung durch das Publikum gekürt, bevor das diesjährige Astro-Seminar offiziell beendet wurde. Wer sich für das Seminar und die Forschung rund um die Kernphysik interessiert, findet mehr Informationen auf den Seiten des Instituts. Denn auch fürs kommende Jahr ist das Astro-Seminar natürlich wieder fest eingeplant.